Helga hat jetzt den Cowboy-Hut aufgesetzt, den wir gebaut haben. Und der ist echt gut hier. Der hat Hitzeisolierung. Das ist super wichtig für uns. Hier hat sie ja immer so viel. Hier ist es ja immer so heiß. Und hat Schmetter- und Stichrüstung. Also auf jeden Fall super cool. Hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. Wir haben hier gerade Besuch. Ihr seht die drei. Oh nee, nicht im Ernst. Cole hat den Grizzly gezähmt. Ich glaub's nicht. Wir haben jetzt einen Grizzly. Wow. Da habe ich euch genau im richtigen Moment dazu geholt. Super genial. Nice. Was machen wir denn mit einem Grizzly? Yeah. Okay. Leine lösen könnte man natürlich machen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich will, dass die Tiere kämpfen. Gehorsam brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, wir machen einfach Transport. Gut, dann kommt Gehorsam automatisch mit dazu. Ich habe das bei Silar so ein bisschen deaktiviert. Meister habe ich jetzt nichts. Ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass er uns nicht mehr in die Schusslinie läuft und nicht mehr irgendwelche Gegner angreift. Das ist nämlich super blöd. Meistens wird er dann von den eigenen Leuten angeschossen oder bringt sich selbst in gefährliche Situationen. Ich denke, so ist das einfach besser. Mal schauen, wie das jetzt dann wird. Und die drei, die ziehen hier einfach durch, wie es aussieht. Mit denen können wir scheinbar nichts anfangen. Maschinenpistole, Splittergranaten, Schrotflinte. Die sind ganz gut bewaffnet. Die lassen wir hier einfach mal quer durchziehen. Und ansonsten, wer hat da gerade gequiekt? Man weiß es nicht. Ja, super cool, wir haben jetzt echt einen Bären. Nice. Super. Wolfgang forscht gerade. Forschung geht auch ganz gut voran. Die haben jetzt nicht mehr so viel zu tun, die Leute. Deswegen passiert hier so ein bisschen mehr in Richtung Forschung und auch hier Kleidung. Wir haben immer das Kleidungsproblem. Wenn der eine sich beschwert, dann beschwert sich gleich der nächste auch noch. Wolfgang beschwert sich die ganze Zeit. Annemarie hat hier diesen Staubmantel angelegt, den wir hergestellt haben. Den hat sie sich direkt geschnappt und angezogen. Also die wissen schon ganz gut, was sie wollen. Die schnappen sich dann einfach die Sachen, die ihnen gefallen. Und ich habe hier mal geschaut, was es alles gibt. Und ich habe gedacht, wir probieren das einfach mal alles aus. Wir stellen einfach jeweils eins her und dann gucken wir uns die Statistiken an. Und im Moment sieht es so aus, als würde die Stammeskleidung einfach vor Temperaturen schützen. Und die anderen, ich glaube, die Jacke war das Beste. Können hier einfach mal die Inventare durchschauen. Staubmantel. Genau, hier haben wir zum Beispiel Rüstung gegen Hitze, Schmetter und Stich. Das ist schon mal ganz cool. Und was wir noch hergestellt haben, ich weiß nicht, wer das trägt. Müssen wir mal kurz durchgucken. Genau, die Biberlederjacke, die ist auch von uns. Die ist auch ganz nett, aber die schützt hier nur gegen Hitze und Stich. Isoliert gegen Kälte brauchen wir eigentlich gar nicht. Bei uns ist es ja eh nie kalt. Also die Jacke ist wohl eher nicht so super cool für uns. Vielleicht für kältere Gegenden. Jetzt bauen wir gerade den Parka und dann schauen wir die alle mal durch. Einen Cowboy-Hut können wir uns auch bauen, habe ich auch mal gemacht. Mal sehen, was das Ding so taugt. Oder ob das einfach nur ein Style-Item ist. Und dann haben wir noch die Sache hier mit Borba. Ich habe ja mal versucht, den hier durch ein freundliches Gespräch irgendwie so ein bisschen auf unsere Seite zu ziehen. Aber bei der Schwierigkeit der Anwerbung tut sich einfach nichts. Ich weiß auch nicht, so nicht wirklich, was das bringt mit diesem freundlichen Gespräch. Keine Ahnung. Vielleicht, dass der sich da ein bisschen besser fühlt oder so. Aber mit der Anwerbung hat das jedenfalls nichts zu tun. Deswegen habe ich hier wieder alles auf Anwerbungsgespräch. Bei ihm hier genauso. Und mal sehen, ob die dann irgendwann zu uns überlaufen. So, Holzstuhl wird gerade gebaut. Ich habe hier noch eine kleine Zelle mit dazugestellt, falls wir noch einen dritten kriegen. Mal gucken. Und wenn der jetzt nicht irgendwann zu uns überläuft, dieser Borba, dann müssen wir schauen, was wir mit dem machen. Das dauert schon ziemlich lange und der will einfach nicht. Der futtert unsere Vorräte und beschäftigt die Seva die ganze Zeit. Das ist also ein bisschen ungünstig. Die Seva ist aber super gut gelaunt. Die hat bestimmt gerade wieder Hufeisen werfen gespielt hier. Das macht die ziemlich häufig. So, ich habe hier auch zwei Fallen hingestellt. Da steht eine und da oben steht eine. Mal sehen, ob die irgendwann uns weiterhelfen. Was macht denn Cole da? Ich glaube, der hat gerade was gegessen. Okay. Der macht jetzt wieder Erntearbeiten. Der hat jetzt Landwirtschaft 7, hat schon mehr als die Hälfte bis zur Stufe 8. Das heißt,
Der sollte auch bald in der Lage sein, hier Heilpflanzen anzupflanzen. Der Garo, der wäre natürlich super cool, aber ich weiß nicht, ob wir ihn dann kriegen. Müssen wir mal abwarten. Ich habe hier auch einen Stoffsessel jetzt stehen. Sogar gute Qualität. Ja, könnte besser sein, aber immerhin gut. Und der Raum ist jetzt auch ganz nett hier. So heißt es, ganz nett. Also Aussehen ist ganz gut. Etwas geräumig ist auch in Ordnung. Fast reich, das ist schon mal cool. Nice, fast reich. Das ist der erste Raum, der fast reich ist. Der hier ist eher so mittelmäßig, aber auch schon ganz nett. Hier bin ich wieder am Marmorbett bauen. Hier steht schon eins drin. Exzellentes Marmorbett, also ziemlich nice. Da schläft die Seva drin. Wahrscheinlich ist sie deswegen so gut gelaunt. Was ich bemerkt habe hier bei Cole, der ist neidisch. Der ist ein bisschen uncool. Ich weiß gar nicht, wo der schläft. Auf jeden Fall ist er neidisch, weil andere Leute irgendwie ein besseres Zimmer haben. Ich weiß nicht, wo der schläft. Keine Ahnung. Cole, Annemarie, Wolfgang, Helga, Seva. Da ist im Moment niemand drin. Geben wir das Bett hier mal an Cole. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht hat er hier geschlafen, das könnte sein. Schauen wir mal, ob er da vielleicht ein bisschen glücklicher ist. Oder ob wir ihm hier den Raum upgraden müssen. Das ist alles nicht so cool, wenn die hier auch noch neidisch werden. Okay, das machen wir hier zum Gefangenenbett. Und dann schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Yeah, der Bär schläft hier mit Wolfgang im Zimmer. Neben dem Bett direkt. Coole Sache. Und ich habe hier wieder was festgestellt, hier mit diesem, mit dem Aussehen eigentlich. Das kann man ja hier aktivieren. Schalte Aussehen ein, aus. Und dann sehen wir, was die hier nicht so gerne mögen und was sie schön finden. Diese Blöcke finden sie nicht so schön. Was ganz schlimm ist, ist so Stahl und so ein Zeug. Oder, weiß nicht, was das ist. Wolle. Also ein Kram, diese ganzen Ressourcen hier, die mögen sie aus irgendeinem Grund überhaupt nicht. Holz ist nicht schlimm. Aber das hier ist zum Beispiel schlimm. Rattenfell ist schlimm. Was ist das? Truthahnleder ist schlimm. Also Tierhäute sind scheinbar schlimm, wie es aussieht. Schweinehaut, die sollten wir also irgendwo anders lagern, die Häute. Gut zu wissen. Und wir können uns auch genau anschauen, was das eigentlich bringt, wenn wir hier irgendwelche Sachen bauen, die irgendwie besonders toll sind. Zum Beispiel dieser Stuhl. Exzellente Qualität, bringt 41 Aussehen. Der hier bringt nur 19, der ist gut. Und genauso ist bei den Betten. Das Bett hier bringt zum Beispiel 49, weil das ein Marmorbett ist und es ist auch noch exzellent. Also das macht schon einen riesen Unterschied. Das hier bringt zum Beispiel nur 16, obwohl es auch ein Marmorbett ist. Die Qualität macht da den Unterschied. Und hier haben wir zum Beispiel Dreck. Dreck ist gar nicht gut. So. Das habe ich mir jetzt mal so ein bisschen angeguckt. Das ist ganz günstig zu wissen. Und ich habe jetzt den Bären aber auch mal wieder von Wolfgang, oder wer war das, von Cole runtergenommen. Die haben beide keine Meister, damit die hier nicht irgendwie in den Kampf eingreifen, wenn wir das nicht wollen. Das ist irgendwie, das Risiko ist zu groß. Vor allem Silar, der ist schon so viel wert. Der hat hier 8 Transport. Das heißt, der kann hier super cool. Wir können eigentlich auch noch Rettung lernen. Vielleicht machen wir das auf dem Bären. Der stirbt nicht so schnell, hätte ich jetzt mal gedacht. Naja, auf jeden Fall hat er 8 Transport. Der macht hier die ganze Zeit irgendwelche Transportarbeiten. Und das ist echt eine tolle Sache. So, wir können eigentlich mal hier wieder so ein paar Klumpen wegräumen. Wir haben schon wieder untätige Kolonisten. Und wir können langsam mal die Base erweitern, denke ich. Wir könnten hier noch was Großes mit hinstellen. Das müssten wir eigentlich fast aus Stahl bauen, weil wir hier unten schon überall Holz haben. Da ist sonst das Risiko wieder groß. Vielleicht bauen wir das hier ab und machen da nochmal eine Stahlwand hin. Befehle. Abreißen. Wie viel Stahl haben wir denn noch? 92. Das ist natürlich nicht mehr super viel. Aber wir haben hier, glaube ich, überall Stahlwände. Das dürfte Stahl sein. Kurz gucken. Stahl. Und das hier ist auch Stahl. Können wir auch mal abreißen. Befehle abreißen. Das bringt uns wieder ein paar Ressourcen. Und ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. Das müssen wir uns bald mal anschauen. Okay. Strukturen. Stahlwand. Ziehen wir hier eine Wand rein. Und dann machen wir hier vielleicht so einen kleinen Gaudi-Raum oder so. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Das wollen die ja auch. So, da lassen wir Platz für eine Tür. Machen wir es mal so. Machen hier wieder zu.
Was für einen Boden tun wir da rein? So als Aufenthaltsraum. Der müsste eigentlich einen schönen Boden haben. An Blöcken haben wir jetzt ziemlich viel Kalkstein. Bisschen Marmor. Dann nehmen wir wahrscheinlich einfach die Kalksteinblöcke. Wenn es funktioniert. Böden und Kalksteinplatte. Gut, dann machen wir das so. Hauen wir hier Kalkstein rein. So, Kalksteinplatte Entwurf. Kostet 4 Blöcke das Stück. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. 182. Wahrscheinlich eher nicht. Mal schauen. Ich habe hier auch eine Stehlampe reingestellt. Da war es ein bisschen dunkel in der Ecke. Hier ist es auch ein bisschen dunkel, da müsste eigentlich auch noch eine Lampe rein. Und mal sehen, was die bringt. Aussehen. Oh, aussehen nicht so viel. Weiß nicht, ob die viel bringt. Also die macht es auf jeden Fall heller, als es so eine Fackel macht. Das ist deutlich heller, die Ecke, hätte ich jetzt gesagt. Und sie braucht halt kein Holz, sondern Strom. Eigentlich ganz cool. Kopie bauen. Hat die irgendeine Qualität? Nö, die hat noch nicht mal eine Qualität. Ich weiß nicht, was Kopie bauen dann genau ist. Da muss man sich vielleicht nicht nochmal hier raussuchen. Kopie bauen. Ich stelle jetzt hier auch mal eine mit rein. Ich denke, hier stört die nicht. Stellen wir die da mal hin. Dann haben wir die Ecke auch erleuchtet hier. Erleuchtung brauchen unsere Leute, genau. Sehr schön. Wir haben hier 4 Besucher: Vicky, Nerf, Yeti und Kit. Yeti hat eine Pistole dabei. Inventar, okay, die gehen jetzt wieder. Exzellente Pistole. Nice, ja, holt euch noch ein bisschen was zu futtern, bevor ihr abhaut, schon klar. Da kommen also immer mal wieder welche vorbei und essen dann bei uns, wie es aussieht. Na gut, lass mal die mal machen. Der hat einen Knüppel dabei. Okidoki. Die gehen jetzt wieder. Mit denen können wir scheinbar auch nichts anfangen. Die Anwerbungen schlagen immer noch fehl. Weiß nicht, was da los ist. Steva hat einfach keinen Erfolg. Ich hoffe, sie probiert es hier auch mal bei Karo. Was macht sie jetzt? Entfernt Dreck. Die soll mal hier mit Karo reden. Den wollen wir ja auch anwerben. Bei ihm wäre es wirklich wichtig. Dann hätten wir endlich mal einen guten hier Landwirt. Ich habe hier mal so ein Holzregal hingestellt. Für Waffen ist das wohl gedacht. Das ist ein Lager, das heißt, ich muss das wahrscheinlich erst hier genau ausweisen, was da rein soll. Waffen? Erlaube verrottendes? Nee. Ich weiß nicht, Materialien, die. Ansonsten kommen da möglicherweise nur heile Waffen rein. Okay, ich denke, wir machen da mal kritisch. Mal sehen, wie das funktioniert. Mal sehen, wie viel da reinpasst und so weiter. Und wir haben 9 Rekrut. Karo! Ja, das war ja einfach. Das war praktisch der erste Versuch. Super nice. Karo angeworben. 5,2% Chance. Nice. Super cool. Karo ist jetzt unser neuer Landwirt. Wie heißt das hier? Landwirt, genau. Karo. 11 hat der. Der macht das hier. Hauptsächlich hätte ich jetzt gesagt. Mal sehen, ob der das auch lernen kann, aber das ist eigentlich unwichtig. Der kann das ganz gut, also macht er das. Und der Cole kann das trotzdem ein bisschen weitermachen. Der Wolfgang kann das von mir aus auch ein bisschen weitermachen. Der kann nicht so wirklich viel, außer hier forschen und kochen. Wir machen mal Forscher auch auf 1, dass der ein bisschen mehr forscht. Da geht nicht so viel voran hier, wie wir das gerne hätten. 14, 15, ja, das ist auf jeden Fall der Beste. Und dann machen wir hier nochmal die ganzen Prioritäten durch. Das könnte wieder einen Moment dauern. Mal sehen, was der so kann. Ich kann auch mal kurz hier reinschauen. Karo, Charakter. Was ist denn mit Körper? Keine Verletzungen. Super cool. Okay, der braucht auch neue Kleidung. Ansonsten geht es ihm eigentlich ganz gut. Charakter, Landwirt und Tiere. Okay, Tiere haben wir jetzt schon 3 Leute, glaube ich, die wirklich gut sind. Da brauchen wir ihn gar nicht mehr. Aber super nice. Jetzt haben wir noch einen. So, ich werde jetzt mal die Prioritäten hier setzen und das ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir brauchen dringend Kleidung. Das ist auch die Annemarie, die das herstellt. Annemarie ist doverweise die einzige, die wirklich gut ist im Herstellen. Die macht hier alles, baut die ganzen Räume und muss auch die Kleidung nähen. Deswegen dauert das ein bisschen länger. Und Prioritäten sind gesetzt. Annemarie baut hier unten noch ein paar Sandsäcke auf.
Und wir haben jetzt endlich Heilpflanzen hier stehen. Super cool. Das hat jetzt wirklich lange gedauert. Normalerweise macht man das so früh wie irgend möglich. Gut, bei uns war es nicht früher möglich, leider. Jetzt haben wir sie aber dann bald. Das heißt, bald dauert halt ein bisschen, bis sie hier wachsen natürlich. Und ich habe jetzt mal geschaut. Helga hat jetzt den Cowboy-Hut aufgesetzt, den wir gebaut haben. Und der ist echt gut hier. Der hat Hitzeisolierung. Das ist super wichtig für uns. Hier hat sie immer so viel. Hier ist es ja immer so heiß. Und hat Schmetter- und Stichrüstung. Also auf jeden Fall super cool. Und dann hat es noch Überzeugungskraft und ähnliches. Also wirklich eine tolle Sache. Ich denke, davon bauen wir mehr. Vor allem ist das ein Item, was hier jeder aufsetzen kann. Das ist zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon tragen. Das kommt ja auf den Kopf. Das heißt, wir können die da ganz gut mit upgraden sozusagen. Und wir haben auch die ganzen anderen Stoffsachen hier fertig. Die ganzen T-Shirts. Stoffkragenhemd haben wir gebaut. Das ist also das Hemd. Das hat einen ziemlich hohen Marktwert auf jeden Fall. Hat auch wieder Rüstung und Kälteisolierung. Gut, brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir noch gebaut? Das ist auch nicht von uns. Den Rest haben sie sich wohl schon wieder angezogen. Ist immer gar nicht so einfach, das wiederzufinden. Da müssen wir die Inventare hier durchsuchen. Stoff-T-Shirt. Was ist das hier gewesen? Das war ein Kragenhemd. Also, das hier wird wahrscheinlich von uns sein, hergestellt. Stoff-T-Shirt. Und das ist auch ganz nett, hat aber auch wieder nur Kälteisolierung, Schmetter und Stich. Ich weiß nicht, ob wir was gegen Schusswaffen. Ah, okay. Waffenprojektile sind Rüstung, Stich. Alles klar. Das heißt, diese Rüstung hier hilft auch gegen Waffen, gegen Schusswaffen. Das ist gut. Und darauf müssen wir dann achten. Schmetter ist dann eher so Knüppel und sowas, Explosionen. Ich denke, Stich ist fast noch wichtiger, aber beides ist wichtig und Wärmeisolierung ist wichtig. Deswegen baue ich jetzt mal ein paar von diesen Cowboy-Hüten, denke ich. Das geht jetzt ganz easy. Wir haben die sowieso schon hier in der Liste. Da bauen wir einfach ein paar. Gut, das war falsch. Was mache ich denn eigentlich da? Achso, man kann das so nach oben schieben, in der Priorität vielleicht. Hier aufs Plus drücken. Dann können wir da solche Hüte bauen. Bauen wir mal vier. Und das reicht dann erstmal. Ich weiß gar nicht, was das kostet, sowas zu bauen. Wahrscheinlich nur Leder. Hoffe ich jetzt mal. Leder haben wir nämlich genug. Ich denke, man kann es auch nachschauen. Details. So. Arbeitsaufwand 84. 25 Materialien, was auch immer. Das steht hier scheinbar nicht. Nähe einen Cowboy-Hut. Gut, sehe ich jetzt nicht. Jetzt sieht man die Infos auf jeden Fall. Okay, man kann es auch nachschauen hier. Man muss es nicht unbedingt craften, um es auszuprobieren. Aber ich habe es trotzdem mal alles ausprobiert. Ist ja eine coole Sache. Und kann man schauen, was uns hier am meisten bringt. Yes, wir haben hier die Forschung abgeschlossen für den Schmelzofen. Jetzt müssen wir den nur noch irgendwo hinstellen. Und vorher machen wir noch eine neue Forschung. Mal sehen, was wir hier machen können. Sprengsatz. Selbstgebaute Falle aus Artillerie geschossen. Klingt eigentlich auch ganz gut. Okay, vielleicht sollte ich mir das nochmal kurz anschauen. Teppich wäre natürlich auch nice. Okay, ich schaue mir das nochmal durch, bevor wir da was Neues starten. Da gibt es ein paar coole Sachen. Hydrokulturen wäre wahrscheinlich auch ziemlich wichtig, wenn wir hier irgendwelche Temperaturveränderungen haben oder so, die uns hier draußen unsere Pflanzen eingehen lassen. Das kommt auch vor. Und ja, hier tut sich einiges. Wir sind hier dabei, diese Cowboy-Hute und so weiter herzustellen. Das dauert ein bisschen. Borba ist immer noch nicht auf unserer Seite. Das zieht sich auch ein bisschen. Aber wir haben hier schon mal den Raum ganz gut genutzt. Da ist die Schlafkiste wieder. Die funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Das ist eine Tierschlafkiste. Die haben wir ja schon ganz am Anfang hingestellt. Und irgendwie nutzt die niemand. Und ich weiß nicht warum. Die stand am Anfang da. Dann hatte ich sie jetzt hier stehen. Da wurde sie auch nicht genutzt. Der Bär nutzt die sowieso nicht. Silar nutzt die scheinbar auch nicht. Und wie gesagt, ich kann im Moment nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht stellen wir die mal hier oben hin. Das sieht so aus, als hätte die eine Öffnung nach unten. Ich kann sie aber nicht drehen. Deswegen stelle ich sie jetzt mal hierher. Und dann schauen wir, was passiert. Und Energie sieht super gut aus. Wir könnten fast noch eine Batterie hinstellen. Wir haben so ein bisschen Stahlengpass. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was rangeholt. Wir haben uns 200.
27 wieder. Wolfgang hat immer noch zerrissene Kleidung an. Okay, wir kriegen jetzt sogar Tipps, was wir da machen müssen. Und er ist auch irgendwie nie so richtig gut gelaunt. Weiß nicht, was da los ist. Ist halt der Wolfgang, der hat im Moment Hunger und dreht gerade Stahl. Also der ist einfach sehr labil hier zurückgewiesen. Hat er ständig hungrig. Vergnügungsmangel. Ich habe hier mal jetzt einen Schachtisch, der wird gerade gebaut hier. Schachtisch mit zwei Stühlen. Überlegen. Schlecht. Exzellent. Nice. Ich glaube, den Stuhl reißen wir wieder ab. Da stelle ich einfach einen gescheiten hin. Und jetzt stellen wir da noch eine Batterie hin. Warum nicht? Früher oder später brauchen wir sie wahrscheinlich eh. Dann haben wir über Nacht auf jeden Fall genug Strom. Was haben wir hier daneben? Okidoki. Und hier der Schrank. Sieht so aus, als könnte man nur zwei Waffen drin lagern. Also, weiß nicht, ob das wirklich viel bringt. Sieht ganz nett aus. Aber ist wahrscheinlich wieder zusätzlich feuergefährlich. Ist ein Holzschrank und kostet Ressourcen. Wahrscheinlich ist auf dem Boden lagern fast besser. Da könnte man dann wirklich die wertvollen Sachen drin aufbewahren. Möglicherweise verliert ihr da keine Haltbarkeit. Und hier dann doch irgendwie ein bisschen. Ich weiß es nicht. Müssen wir einfach mitverfolgen. Wir haben hier ja so ein paar Sachen drin liegen, die 100% haben. Oder auch noch nicht. Nee, im Moment noch nicht. Irgendwann werden wir das dann merken. Ich habe hier auch mal Drogen mitgelagert. Weiß nicht, ob wir die irgendwann brauchen. Ich habe gedacht, tun wir sie mal mit hier rein. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann. Draußen werden sie immer so schnell schlecht. Genau. Das Bett hier ist auch überlegen. Super Qualität, immer gut. Okay, Wolfgang spielt gern Schach. Vielleicht haben wir ihn jetzt geknackt. Die haben alle so Vorlieben, wo man sich so ein bisschen nachrichten muss. Zum Beispiel die Seva ist ja auch ziemlich labil, aber seit wir hier dieses Hufeisenstab-Ding gebaut haben, spielt die da recht häufig und dann geht's ihr immer ganz gut. Und mit Wolfgang sieht es scheinbar ähnlich aus. Jetzt ist die Stimmung schon viel besser. Aber ihr seht schon hier, die Stimmung ist trotzdem noch unter 50%, obwohl hier eigentlich alles hoch ist, außer Erholung und Aussehen. Es kann ja nicht wirklich alles top sein. Der ist also einfach ein bisschen schwierig. Okay, stellen wir dann noch einen Stuhl hin. Möbel, Holzstuhl. So, vielleicht wird der ein bisschen besser als der letzte. Und ansonsten läuft alles. Für Forschung muss ich wieder ausschreiben. Da gucke ich mich jetzt mal ein bisschen um, was wir da am besten forschen. Und das läuft hier alles so gemütlich vor sich hin. Die holen alle Ressourcen hier. Silar hilft immer fleißig, super cool. Da unten war so ein Stahlvorkommen, das habe ich mal abgebaut. Vielleicht machen wir noch kurz was Spannendes und schauen mal hier rein, das würde mich ziemlich interessieren. Ich denke, wir reißen das einfach ein und wenn was passiert, dann merken wir das ja. Dann holen wir schnell Verstärkung. Die sind ja alle direkt in der Nähe. Okay, jetzt schlafen sie natürlich gerade. Silar schläft draußen. Okay, der Bär nutzt jetzt die Kiste. Der Bär schläft jetzt in dieser Stoffkiste. Das ist cool. Stoffbett fürs Tier. Überlegen in Qualität. Mal sehen, ob die Kiste jetzt wieder genutzt wird, wenn die dann hier wirklich steht. Im Moment liegt sie noch hier. So, jetzt wachen sie wieder auf. Jetzt müsste gleich die Annemarie starten und da oben das auseinandernehmen. So, die guckt erstmal ein bisschen. Ah, die spielt Hufeisen werfen. Die nutzt das also auch. Na, muss auch noch ein bisschen üben. Cole macht auch mit. So, jetzt startet sie. Und langsam. Okay. Sieht aus, als wäre nichts drin. Ihr seht hier schon den Sonnenstrahl reinscheinen. Ja, das ist leer. Alles klar. Kann nichts passieren. Dann können wir das eigentlich gleich alles auseinandernehmen. Abreißen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kalksteinblöcke. Wunderbar. Gut, dann lass ihn noch ein bisschen weiter laufen hier und schau mal, wann wieder was passiert. Gebiet freigelegt, haben wir beobachtet. Und mal sehen, jetzt müssen wir dann bald die ganzen Hüte fertigstellen. Im Moment hat nur Helga so einen Hut auf. Die sind schon ganz gut. Und ich habe festgestellt, dass die... Ja, es gibt einige gute Items eigentlich, Inventar. Der Staubmantel ist ganz cool, weil der auch hier Hitzeisolierung hat, wie es aussieht. Kälteisolierung...
bin mir nicht sicher, was das bedeutet mit dem Plus und Minus. Aber Staubmantel klingt jetzt für mich eigentlich eher nach was, was man trägt. Ja, genau, vor Sonne und Staub, also vor heißen Temperaturen. Also gehe ich davon aus, dass das hier Plus bedeutet, dass es schützt vor heißen Temperaturen. Minus bedeutet, dass es eben nicht schützt. Also es schützt nicht vor Kälte, sondern vor Wärme. Das ist wohl so gemeint, nehme ich mal an. Und er hat halt auch ganz schöne Werte hier. Zum Beispiel kann man auch ganz gut Feuer mit austreten. Hitzeschäden sind reduziert und ähnliches. Okay, Laufgeschwindigkeit reduziert. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber wahrscheinlich nicht viel. Alles klar. Und schon wieder ein psychisches Brummen. Diesmal trifft es hier die weiblichen Bewohner. Sozusagen eine Migräne. Und das läuft jetzt auch schon ein bisschen. Helga findet es nicht so super gut. Die ist ja kurz vorm Nervenzusammenbruch. Minus 15 durchs Brummen. Ich hoffe mal, dass sie hier keinen Nervenzusammenbruch erleidet. Das wäre nicht so cool. Borba ist immer noch nicht auf unserer Seite. Also eigentlich hätte ich das schon längst beenden sollen, denke ich. Weiß nicht, ob das noch was wird. Wahrscheinlich eher nicht. Und ansonsten bin ich hier mal dabei, noch so ein bisschen Kabel zu verlegen. Vielleicht stellen wir jetzt dann gleich mal so elektrische Lampen rein. Und wir brauchen aber eine bessere Stromversorgung, wie es aussieht. Wir hatten auch wieder einen Ausfall hier in der Solaranlage. Das hat uns direkt Probleme bereitet. Also die zwei Batterien kriegen wir jedenfalls nicht voll. Fäulnis zerstört die Pflanzen. Oh nein, das ist nicht gut. Die Heilwurzeln sind noch gar nicht fertig und jetzt haben wir sie schon wieder verloren, wie es aussieht. Also sowas kann auch passieren. Ja. Wir haben jetzt fast das ganze Feld hier an Heilwurzeln verloren. Oje, instant verloren und weg. Na gut. Können wir nicht ändern. Damit müssen wir wohl leben. Die Kiste hier wurde bis jetzt immer noch nicht verwendet. Also die scheint irgendwie... Da ist der Wurm drin bei der Kiste. Müssen wir mal schauen. Also der Vergnügungsraum ist jetzt fertig. Ich habe hier noch drei so Wohnräume mit dran gebaut. Wir haben ja jetzt schon 7 Leute. Stimmt gar nicht, wir haben 6 Leute. Eigentlich müsste jeder ein Bett haben. Komisch. Caro hat letztes Mal hier draußen geschlafen, glaube ich. Also mal schauen, dass der hier auch so einen schönen Raum belegt. Okidoki. Cole ist immer noch sauer. Also genau, neidisch. Der hätte gerne einen schöneren Schlafraum. Aber den kriegt er nicht. Der ist auch so zufrieden genug. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Fühlt sich entsetzlich. Ich weiß nicht warum. Kein bestimmter Grund. Kommt vor, ne? Menschen sind halt so. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten. Ich habe hier mal den Schmelzofen hingestellt. Elektrischer Schmelzofen. Der braucht wohl unglaublich viel Energie und damit kann man wohl Aufgaben. Schlacke einschmelzen oder Waffen einschmelzen. Jetzt weiß ich nicht, wie das funktioniert mit Waffe einschmelzen. Ich weiß nicht, was sie dann jetzt einschmelzen. Ob sie dann einfach alles holen oder... Jeder Qualität? Nein. Nee, nicht legendär. Geh mal runter. Übel bis schäbig bis schlecht. Übel bis schäbig, okay. Trefferpunkte, nur Waffen mit unter 50. Okay. Das ist doch mal ganz cool. Dann können wir die Waffen einschmelzen. Das ist eigentlich ganz nett. Gut, das machen wir. Und wir machen das nicht ausgesetzt, x-mal, für immer, genau, so wollen wir das. Sollte jetzt funktionieren, übel und schäbig brauchen wir, glaube ich, nicht. Es sei denn, wir finden irgendwas richtig cooles, schwer zu sagen. So, wir lassen das jetzt mal so stehen. Was wir auch machen können, ist hier Schlacke einschmelzen. Das ist ziemlich cool. Wir haben hier jede Menge Schlacke rumliegen. Das machen wir, denke ich, auch für immer. Wir brauchen ja keine Schlacke, wir brauchen nur Stahl. Schlacken, Stahl, Schlackenbrocken. Verrottendes, keine Ahnung. Was verrottet denn? Stahl, Schlackenbrocken können ja nicht verrotten.
Wo ist denn sowas? Sowas? Genau. Stahlschlackenbrocken 300, 300. Die können wir jetzt alle einschmelzen und damit unsere Energie verbrennen. Mal sehen, ob das überhaupt ausreicht mit den beiden Batterien. Ansonsten müssen wir da dringend für Nachschub sorgen. Die Kühlung ist natürlich viel wichtiger, als irgendwas einzuschmelzen. Aber die funktioniert im Moment ganz gut. Yes! Das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich habe jetzt das Wichtigste wahrscheinlich überhaupt erfunden. Und zwar, wie man Steinhauerei, wie man hier diese Brocken in Blöcke verwandelt. So, wie das Ganze funktioniert, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir haben hier aber überall diese Brocken, die wir gerne benutzen würden. Können wir aber nicht, weil wir Blöcke brauchen, wenn wir irgendwas bauen wollen. Und jetzt haben wir keine Forschung hier stehen. Ansonsten kennen wir das alles schon. Immer noch keine Medizin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diese Blöcke verarbeiten können. Steinmetztisch, alles klar. Es funktioniert also wahrscheinlich ganz genauso wie das mit dem Stahl einschmelzen. Wir stellen hier so einen Tisch hin und können dann die ganzen Brocken in Blöcke verwandeln. Die Blöcke liegen dann hier oben. Genau, da liegen die. Mal gucken. Okay, die sehen auch nicht böse aus oder so. Die sind ganz in Ordnung. Die können wir da überall lagern, wo wir wollen. Da hat keiner ein Problem mit. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Das ist eigentlich auch kein Problem. Also die einzigen Sachen, die nicht schön aussehen, sind einmal die Blöcke. Nee, nicht die Blöcke, sondern die Brocken. So rum. Die Brocken sehen nicht schön aus und diese ganzen Fell- und Ledersachen, wie es aussieht. Okay. Ansonsten passt das alles. Gut. Dann läuft es ja jetzt wieder. Wir haben leider den Großteil unserer Heilwurzeln verloren. Die sind jetzt knapp über 50% und die meisten sind schon verloren. Können wir nicht ändern. Auf jeden Fall haben wir dann bald hoffentlich ein bisschen Medizin. Das ist schon einiges an Sicherheit bei uns. Wenn wir hier wieder jemanden haben, der irgendwie verwundet ist mit der Medizin, kriegen wir ihn wieder auf die Beine. Auf jeden Fall. So ist es ein bisschen schwieriger. Ohne Medizin ist immer gefährlich. So, das hier wird hoffentlich auch bald mal fertig gebaut. Vielleicht haben wir keinen Kalkstein mehr gehabt. Haben wir jetzt aber bald wieder. Wir haben ja dann den Steinmetztisch. Super cool. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Hat eigentlich alles ganz gut geklappt. War eine ziemlich ruhige Episode soweit. Und wir haben einiges geschafft. Wir haben uns hier ganz gut erweitert. Und alle sind soweit zufrieden. Wir sind also startklar. Können uns jederzeit verteidigen, denke ich. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Ich hoffe, dass wir den Borber hier noch irgendwann überreden können. Wenn es nicht bald was wird, dann geben wir es, denke ich, auf. Und hier kommen gerade noch so ein paar Thrumbos rein. Die kennen wir, glaube ich, schon. Kleine Herde Thrumbos. Das sind, ja, ist nur einer. Das sind wohl die gefährlichsten Tiere überhaupt. Also die würde ich jetzt auch nicht mit allen meinen Leuten gleichzeitig angreifen. Der macht die, glaube ich, alle nieder. Die sind wirklich gefährlich. Mit dem würde ich mich nicht anlegen, mit diesen Alpha-Thrumbos. Weiß nicht, ob man die... Man kann die zähmen. Wir könnten es versuchen. 2,5% Chance. Wenn das schief geht, dann... Ich glaube, wir zähmen den nicht. Das ist einfach zu gefährlich. Das kann man später mal machen, wenn wir ein bisschen besser aufgestellt sind. Das ist wirklich lebensgefährlich. Die Tiere sind richtig böse. Musste ich schon feststellen. Für heute war es das dann aber jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!